Hallo Leute, ich begrüße euch zu meinem ersten Video, nämlich einen PC mit Hardline-Tubing, Wasserkühlung bauen. Viel Spaß bei meinem Video. So, hier seht ihr die Teile, die ich benutzt habe. Zum einen nur EK-Fittings für die PETG-Rohre, die hier sind. Wunderschön, man sieht sie gar nicht. Dann habe ich noch ein bisschen flexibles Rohr benutzt zum Befüllen und Entwässern. Das ist meine erste Wasserkühlung. Hier seht ihr die ganzen Lüfter, meinen Coolant, das Miams X1 UV Green. Dann habe ich eine D5 Pump von EK mit X-Res und noch eine größere Reservoir. Ein EK Supremacy Evo X99. Dann habe ich einen PE360 von EK und mein Gehäuse ist ein Evolve ATX von Funtex. Fuck, das stimmt nicht. Dann habe ich eine 500 GB SSD, eine 3 TB Seagate Barracuda, HyperX Predator, 16 GB, ein 5930K. 2 FK Superclocked ACX 2.0 980er. Wunderschöne Karten. Als letzter habe ich ein AX860i und mein Mainboard ist ein X99S. Ich habe das Gehäuse bereits ein bisschen bearbeitet. Hier oben habe ich Löcher reingemacht, damit ich den Radiator da befestigen kann, weil normalerweise wird der Radiator hier befestigt, aber das ist einfach nur reine Platzverschwendung, da habe ich jetzt 2 cm mehr Platz. Und unten habe ich hier noch ein Loch für die Pumpe reingemacht, dass ich die unten versenken kann, sonst hätte das Ganze hier vom Platz nicht gereicht. So, dann legen wir mal los. Thank you.
So, die letzte Tube ist geschafft. Fürs erste Mal, denke ich, ganz akzeptabel. Ihr noch mal seht, wie das aussieht. So sieht das Ganze jetzt aus. Danke fürs Zuschauen. Das war's, mein erstes Video ist fertig. Ich bin ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Fürs erste Mal bin ich sehr zufrieden. Fürs Leaving wird noch ein weiteres Video folgen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und abonniert meinen Channel. Dankeschön.